Oh nein! Are you kidding me, Alter? Was war das denn? Der hat mich einfach hochgehoben. Yo, meine Freunde, da bin ich wieder, Reifinger LP. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Hi, na, wie geht's dir? Wer hat denn da Hallo gesagt? Na, wer ist denn da so nett? Leute, wir sind heute mal zu Fuß unterwegs. Wurde oft gewünscht und deswegen mache ich das gerade mal. Wir sind hier am Del Piero Beach und zwar bei diesem wunderbaren Riesenrad, bei der kleinen Achterbahn. Und hier in der Nähe wurde gerade uns gesagt, dass Prostitution stattfindet. Das Ganze am helllichten Tag. Sauerei. Mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo denn die Tante ist. Ich müsste hier einen Strand runter, das mache ich auch, dann gehe ich da drüben auf die Straße. Zu Fuß dauert das natürlich ein bisschen. Und schönen guten Tag, der Herr. Wir laufen nochmal runter. Wow, guck mal, wie geil ich da runter joggen kann. Oh Gott, ey. Wird das ein Tag, wo ich hier die ganze Zeit durch die Gegend joggen muss? Kann ich mit irgendeinem Fahrrad klauen? Ich meine natürlich ausleihen. So für polizeiliche Maßnahmen. Na gut, auf jeden Fall sind wir zu Fuß unterwegs, was ein bisschen dauern kann. Oh, guck mal, da kommt ein Fahrrad. Entschuldigung, Sie da? Hallo? Hallo? Hallo, stopp. Entschuldigen Sie, ich muss kurz Ihr Fahrrad nehmen. Ich brauche das mal für einen Einsatz. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich komme gleich wieder, ja? Warten Sie einfach hier. Alter, was ist denn das für ein Fahrrad? No way, Alter, really? Dann laufe ich ja schneller. Ist nicht dein Ernst? Nein, really? Nee, ich bleib stehen. Ja. Okay, wir haben uns natürlich das geilste Fahrrad ever ausgesucht. Es ist auch ein absoluter Thrill, hier mit diesem Fahrrad durch die Gegend zu heizen. Und, wow, der Bordstein, guck mal hier, ich mach so die krassen Tricks, Mann. Yeah, baby. True wheelie. Oh, einmal links und rechts. Und links, so fährt man heutzutage zum Einsatz. Das ist Polizeiarbeit, Leute. Und wenn wir angekommen sind, ist die Folge eine Stunde lang. Wie die Folge von vor 2 Tagen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wer es nicht gesehen hat, ist Folge 49. Checkt's mal aus. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich da mal vor Ort bin, weil das dauert ja ewig. Das war eine Radeltour, sage ich euch. Die Prostituierte anscheinend steht mitten auf der Straße, was nicht unbedingt förderlich ist, A, für ihren Job und ihre Gesundheit. Da sollten wir vielleicht mal eingreifen. Hallo, Sina. Frau Prostituierte. Alter Schwede, wie sehen Sie? Hallo. Hallo, stopp. Stopp, bitte. Stopp. Ja, guck mal, die hat sogar noch die Steine da. Stopp, mal stehen bleiben. Warum, ey, die hat ja die Scheinchen sogar hier an der... Ey, pass mal auf, Tante. Erstmal bitte mal Ihren Ausweis. Ihnen ist schon bewusst, dass Sie hier mitten auf der Straße stehen. Frau Linda Johnston, ich muss mal kurz Ihre Daten überprüfen. Linda Johnston, geht so nicht klar. Wissen Sie, das ist absolut nicht in Ordnung. So, dann sagen wir mal hier, ich bin sehr geschockt, ja, dass Sie hier rumstehen und ich werde jetzt Sie mal kurz festnehmen müssen oder ich werde Sie mal kurz begleiten, wobei... Ich glaube, ich werde einfach eine Warnung aussprechen. Passen Sie auf, ne? Ist nicht gut. Und ich werde Sie jetzt mal ganz kurz im Taxi abholen lassen, ja? Weil Sie können ja nicht einfach mitten auf der Straße stehen. Sie sehen selbst, Sie verursachen einen Stau. Und können wir noch ein Selfie zusammen machen? Das wäre richtig nice. So ein bisschen so neben mir hier so. Guten Tag, hallo. Hallo, schicke Lady. Ralf, schau doch mal in die Kamera, Mann. Schau doch mal nach vorne. Ich mag nicht, ne? Das ist mein Polizeieinsatz. Wie sie mich alle anrufen. So, das Taxi kommt. Gehen Sie mal bitte mit auf die Seite. Ich werde mein Fahrrad... Wow, Alter, wie die mich immer alle beschimpfen. Ich werde mein Fahrrad immer auf der Seite parken. So, die Dame, kommen Sie doch jetzt mal bitte hier runter von der Straße. Das geht so nicht, ja? Das können Sie nicht machen. So, kommen Sie mal mit hier rüber. So. Das Taxi müsste auch gleich kommen. Nein, nicht wegrennen! Achso, das ist das Taxi. Vorsicht bitte! Der Taxifahrer wird sich aufholen. Wahnsinnseinsatz, Leute. Wahnsinnseinsatz. Wir gucken mal, dass wir mit unserem Fahrrad hier... Achtung. Polizeieinsatz. Vorsicht. Oh, scheiße. Jetzt bin ich auf der Straße. Gut, ich würde sagen, mein Fahrrad werde ich mal wahrscheinlich loswerden, weil damit komme ich heute nicht wirklich weit. Aber schon mal ein super Einsatz. Wir haben eine Prostituierte von der Straße runtergeholt und haben sie mit dem Taxi nach Hause geschickt. Wobei, warte mal, der Taxifahrer ist noch da. Denn seine Heckscheibe ist auch kaputt. Was ist da denn passiert? Naja. Wow. Vorsicht. Wie fahrt ihr denn heute alle hier? So, wir bringen mal das Fahrrad wieder zurück. Vorsicht! Mann, Alter, Leute, ihr seht doch, dass ich da komme. Unser nächster Einsatz, Leute. Ein Überfall auf einen Laden, der Alkohol verkauft. Liquor Store. Der müsste hier auch am Strand sein. Ich müsste mir unbedingt mal ein Polizeifahrrad hier reinmodden.
Soll ich dann nicht mal wieder eine Polizeistaffel machen mit dem Fahrrad? Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten kommt auch bald wieder eine Bike-Folge. Ich werde nicht verraten, wann. Wir werden uns aber gleich mal hier um diesen Einsatz kümmern. Der macht mal richtig gute Mucke. So, dann schauen wir mal da vorne. Auch schöne Werbung hier. Schicke Lady. GB, alles klar. Und E-Cola. Ganz wichtig, unbedingt immer E-Cola trinken. Sieht aus, als wäre der Laden hier oben. Laufen wir mal hoch. So, wo ist denn die Person, die ich suche? Was? Wer hat mich denn daher gerufen? Sind Sie so? Hallo, haben Sie? Nee, ne? Ich glaube, da unten dieser Trommler ist der Einzige, der gerade ein bisschen Lärm macht an der Umgebung. Aber es liegt doch nur daran, dass er trommelt. Hier gibt's keinen Liquor Store. Der muss doch... Okay, wir schauen mal kurz hier um die Ecke. Vielleicht ist er auf der Rückseite. Ne, ist nur die Zufahrt. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Vielleicht ist die Person in dem Bereich zu finden. Wir schauen mal ganz kurz hier in die Info rein. Benachrichtigung. Please respond to a robbery at Morningwood Rob Liquors. Okay, da steht nicht mehr als ich soll da hingehen. Ich finde aber den Liquor Store gar nicht. Schrecklich. Liquor ist im Übrigen der Alkohol. Liquor. Ich hoffe, ich habe es richtig... Also nicht der Liquor, so... Bist du die Person, die ich suche? Nein. Mann, was ist denn das für ein Einsatz hier? Der Liquor Store wurde anscheinend ausgeraubt, aber ich finde die Person nicht, die es gemeldet hat. Hallo. Also hier ist der Beachfront Market, aber durch den Liquor Store. Irgendwie ist doch das... Die haben mich doch getrollt. Hier ist doch wieder... Warte, ich bin jetzt blöd. Warte mal, was ist das hier? Beach Café. Hier ist gar kein Liquor Store. Mann, ey. Gucken Sie, die wollen nur, dass ich hierher laufe. Gemein. Na gut. Wenn hier nichts ist, was ich irgendwie finde... Ja, yo, my dude, man, what's up, bro, ey? Oder ist der da drüben? Nein. Na gut, scheint Fehlalarm gewesen zu sein. Mal gucken, was wir jetzt noch so hier finden. Citizens report, possible 148 in Backlot City. Ein stolen tanker. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir brechen mal kurz hier diese Strandpatrouille ab. Werden uns in Fahrzeug setzen und holen uns den Tanker. Wir sitzen in einem unmarked Police Cruiser. Auch eine schöne Farbe. Typisch amerikanisch, muss ich sagen, die Karre hier. Finde ich persönlich richtig nice. Sieht gut aus. Wir sind auf der Suche. Vorsicht. Kurz die Sirene mal machen hier. Und werden uns mal in Richtung des Tankers bewegen. Machen die Sirene nochmal aus, dann bleiben wir schön undercover. Das müsste hier vorne sein. Shining on Pursuit. Der steht da vorne auf der Kreuzung, seht ihr ihn? Der ist aber nicht wirklich weit gekommen, oder? Der ist gerade ausgestiegen, guck mal. Ja, das wird hier sofort stehen bleiben. Runter auf den Boden. Ah, runter auf den Boden. Ach, scheiße. Nimm die Waffe, Ralf. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Shit. Okay, wir nehmen die Waffe. Die Waffe soll ich schon hier nehmen. Das Auto wieder. Ey, Kollegen, chillt mal hier. Chillt mal. Polizeieinsatz. So, den schnappen wir uns, den Typen. Er hat keine Chance gegen mich mit meinem unmarked Police Car. Jetzt ist er wieder umgedreht. Kannst du nicht mal entscheiden, in welche Richtung du rennst. Alles für diese Wort stehen bleiben. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Ja, du bist schon... Oh Mann, du bist so blöd, Mann, Typ. Ohne Scheiß. Wer rennt denn auch mit Flipflops weg? So, sie sind festgenommen wegen Diebstahl eines Tankers. Ganz ehrlich, was wollten sie damit machen? Sind sie irgendwie noch ganz bei Trost? Also völliger Schwachsinn, so ein Fahrzeug zu klauen. Ich werde sie jetzt meinen Kollegen überstellen und sie werden dann natürlich im Strafmaß... ihr Strafmaß bekommen. Auf die Knie, bitte. So, wir holen uns unser Fahrzeug wieder und dann fahren wir weiter zu dem Tanker. Den müssen wir auf jeden Fall andere sichern, den können wir nicht einfach da stehen lassen. Sirene können wir ausmachen. Wobei, wir machen mal kurz noch das Licht an, damit sie wissen, hier ist ein Polizeieinsatz. Okay, da sind die Kollegen schon. Ah, ist der Truck schon wieder despawned? Sieht so aus. Alles klar, ich muss mich nicht um den Truck kümmern. Dann fahren wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen, mit dem Anmarkt. Wow. Was zur Hölle geht denn bei euch ab hier? Motorrad und diese Karre. Nicht schlecht, aber guck mal, wie die Gas geben. Alter, wow! Übler Unfall da vorne, übler Unfall. Ja, ja, genau, komm. We have vehicles racing on Del Perro Freeway. We copy you. On standby. Unterstützung, Kollegen. Auf geht's. Den holen wir uns.
Copy that, Dispatch. Animals on the loose. Da kenne ich auch nichts. Da wird nicht safe gefahren, da wird fully auto-aggressive gefahren. Den holen wir uns nämlich. Dessen Karre, die braucht er nie wieder, glaub mir. Wow, was war das mit dem Sound los? Die Kollegen sind alle hinter mir, super. Wir haben übrigens ein Motorrad und ein Auto. Das sieht so aus, als würde der Kollege jetzt... voll in mich reinrasen, danke dafür. Vorsicht, das ist ein Polizeieinsatz. Oh, wow. Alter, die Kollegen haut sie voll durch die Gegend. So muss es sein. Ich schnappe mir mal das Motorrad da vorne. Der scheint da vorne zu stehen. Vorsicht, Motorrad. Vorsicht, Vorsicht. Das hast du schon überlebt, oder? Runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden. Sofort runter auf den Boden. Sinnvoll habe ich festgenommen. Tut mir leid, dass ich gerade die Motorrad angefahren habe, aber das ist leider eben, als es passiert. Shit happens, ne? Dude. Attention all units. Citizens report. Was macht denn die dann schon wieder? Wow, 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 Lady, 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 stopp, 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 oh, Alter. Oh, Alter, wie aggro ist die denn drauf? Raus aus dem Auto, raus aus dem Auto, raus, 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 raus. Lady, sie sind auch festgenommen wegen wirklich super hartem Reckless Driving. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Sie haben eine Person überfahren, während ich den festgenommen habe. Ich glaube, sie haben auch einen völlig an der Waffe. So, sie sind auch erstmal vorläufig festgenommen. Unglaublich, aber ich würde gerne bei Ihnen noch einen Alkoholtest machen. Kann sich mal bitte umdrehen? Dankeschön. Erstmal auf Drogen testen, würde ich sagen. Man weiß ja nie. Negativ, alles klar. Da haben sie Glück gehabt. Und jetzt nochmal bitte auf Alkohol. Genau. Breathalyzer. Wow, viel zu viel. Alter Schwede, ist die voll. Wie eine Haubitze. Junge Dame, sie riechen auch wie ein Schweinchen. Sie riechen wie eine Destillation. Sie sind wahrscheinlich auch die Person, die von der Liquor Store überfallen hat. Deswegen sind sie auch so völlig crazy unterwegs. Ich werde sie natürlich auch von meinen Kollegen abholen lassen. Und dann werden sie erstmal ausgenüchtert. Unglaublich. Unglaublich. So, das Fahrzeug werden wir natürlich auch mal hier abtauen. Können wir da nicht stehen lassen. Das Motorrad sollen wir auch abholen. Ah, guck mal, da ist schon der Totschlag. Das ist immer wunderbar, wie die einfach hier plopp auftauchen. Fahrzeug ist am Haken, die Dame wird abgeholt. Das Motorrad, würde ich sagen, stellen wir mal hier auf dem Straßenrand. Wobei, das können wir eigentlich von der Versicherung mal abholen lassen. Ich stelle es mal hier einfach auf die Seite. So, und hier würde ich sagen, Insurance Company. Wie gesagt, das war der von dem Auto Race. Hat es auf jeden Fall ruhig bezählt. Vorsicht, Kollege, Moment, 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 ich fahre mein Fahrzeug schnell weg. So. So, da hinten kommen die Insurance Boys, so wie es aussieht. Sehr gut. Ja, Leute, eine sehr entspannte Folge, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Angefangen hat es am Strand mit der Fußstreife. Am Ende haben wir ein krasses Race gehabt. Und mal gucken, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr in der nächsten Folge sehen möchtet, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt. Attention Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert in Puerto del Sol for narcotics in transit. Den holen wir uns noch, Leute, den holen wir uns noch. Ganz ehrlich, wir hatten vor kurzem eine Folge, als ich schon mal einen Drogendealer gejagt habe. Scheiße, ob ich den jetzt hingefahren. Und ich, Idiot, habe die zwar markiert, die Drogenpakete, zumindest die ich gesehen habe, aber ich habe die nicht eingesammelt. Das heißt, da haben sich irgendwelche Leute tierisch darüber gefreut, dass der blöde Bulle die zwar markiert hat, aber nicht eingesammelt hat. Pass mal du auf, ich muss hier weg. Komm, ich sehe jetzt einen kurzen Einsatz. Ich fahre natürlich auch wieder wie der letzte Mongo hier durch die Gegend. Das soll keine Beleidigung sein, ich meine ja mich damit. So, einmal hier rüber. Und. Vor, gib Gas. Ich hoffe mal, dass die nicht zu spät kommen, wobei ich kann auch theoretisch hier... Ah, ne, ich kann doch keinen Helikopter, da geht es, wenn Pershot ist. Ich hätte nämlich manchmal gerne einfach einen Helikopter losgeschickt, der schon mal aus der Luft das Fahrzeug erspäht, das wir suchen. Wow, das war eng. Very tight. Ich frage mich, warum der da vorne immer noch steht. Warum der noch nicht irgendwie sich bewegt hat. Ah, da ist er. Wow, wirklich? Das ist er? Das ist er? Unser Drogenfahrzeug? Attention all units. We've got a 1099 in Little Soul. Roger, dispatch, we are en route. Raus aus dem Fahrzeug, raus aus dem Fahrzeug. Runter. Mann! Alter, meine Karre! Leute, stopp it! Stopp it! Oh, damn! Jetzt aber Helikopter. Den holen wir uns, den Drogenfuzzi, Mann, Leute. Keine Chance. Ach, da oben, Kollege! Oh, nicht die Leute überfahren! Nur nicht. Okay, ich fahr auch drüber.
Das gibt noch ein heißes Race, ich sag's euch. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir sind die Polizei. Tralala. Nein, singen solltest du nicht, Ralf, singen. Du willst deine Zuschauer nicht vergraulen. Hör auf zu singen. Und wie soll ich denn bei dieser Geschwindigkeit... Wow, wie soll ich denn bei dieser Geschwindigkeit hier irgendwas... Wow, irgendwas erkennen? Nein! Are you kidding me, Alter? Was war das denn? Der hat mich aber hochgehoben. Fucker! Alter, das Ding ist aber auch super stabil, das Auto, ne? So, der muss jetzt langsam mal... Er hat doch keine Reifen mehr jetzt. Genau, der Kollege fährt auch nochmal rein. Runter auf den Boden, du Kanalratte, Alter. Runter auf den Boden. Boah, hör auf, hör doch nicht auf, was ist denn hier los? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, da drüben, die Kollegen haben ihn schon. Puh, Alter, Alter, really, man? Really? Alter, really, man? Du Sackgesicht. Was glaubst du, wer du bist hier? Meinst du, du bist der Schönste oder was hier? So, was hast du davon? Und ich habe leider keine Drogen gefunden, nein. Deswegen geht es einmal zum Court. Würde sagen, mit diesem Court-Case verabschieden wir uns von dieser Folge. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reingucken. Und leider habe ich, ach Gott, ein Street Racer escaped. Und der Typ, ach Gott, und wird überhaupt verknackt. Dangerous Driving and Resisting Arrest. Immerhin. Zwei Sachen. Und was ist ein Knast dafür? Okay, Tasering a Police Officer. Wirklich, jemand wurde getasert. Auch nicht schlecht. Und das kriegt ihr dafür 5 Jahre im Knast. Yes, baby. Schöne Sache. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Peace out.